Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Guten Morgen, ich bin heute aus Tiflis gestartet und werde als Tagesausflug die Diamond Bridge besuchen. Die liegt ca. 90 bis 100 Kilometer von Tiflis entfernt und ja, die schaue ich mir jetzt mal an. Navi hat gesagt, mit dem Auto 1 Stunde 45. Habe mich mal eine Viertelstunde in Tiflis verfahren, so ist es. Irgendwie das Navi kreuz und quer gehen die Straßen. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt raus aus der Stadt und laut Google habe ich noch 62 Kilometer vor mir. Also eine Stunde ist es bestimmt machbar. Ich bin gespannt, was mich bei der Diamond Bridge erwartet. Soll irgendwie ja, der Boden aus Glas sein. Also lassen wir uns mal überraschen und schauen uns die an. Ja, jetzt stehe ich auf so einer Aussichtsplattform, da kann man von hinten hinlaufen und die Brücke oder den Diamanten direkt anschauen. Und ich finde es eigentlich, sieht ganz toll aus, vor allen Dingen auch der Canyon ist nice. Da hinten gibt es noch einen Wasserfall. Ich hoffe, man sieht das jetzt so ein bisschen in der Ferne. Aber auch so, der Canyon halt echt nice. Und ganz unten gibt es auch Wasserfälle, da kann man auch noch hinlaufen, man sieht die Brücke dort. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Zeit habe, weil es dauert 2 Stunden hoch und runter und ich muss ja auch noch wieder zurück und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es sind auch noch mal 2 Stunden Fahrt und ganz so spät will ich nicht ankommen. Vor allen Dingen möchte ich auch nicht unbedingt im Regen fahren. Das könnte nämlich passieren. Also da unten noch der Wasserfall. So, ja, also jetzt werde ich mal vorgehen auf die Brücke und mir die anschauen und auch was innen drin ist. Ich glaube, in dem Diamanten kann man auch noch rumlaufen. Ich bin gespannt.
Das ist jetzt die Brücke und man sieht hier unten, da sind so Gläser oder Glasscheiben eingebaut und da läuft man dann praktisch drüber und let's go, gehen wir mal los. Okay, gleich am Anfang, windig wird's. Ja, meine Mütze habe ich auch mal sicherheitshalber schon, abgezogen, weil die würde bestimmt sonst weggeweht werden. Und das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man über das Glas drüber läuft. Ich zeige euch das mal. Aha. Ja, es ist schon echt ein komisches Gefühl. Der Canyon sieht echt spitzenmäßig aus, hinter mir und vor mir. Der Wind weht, also lose Sachen sollte man auf keinen Fall loslassen. Ja, wie ihr seht, ist das schon gewöhnungsbedürftig, auch runterzuschauen durch das Glas. Die Brücke wankt so ein bisschen, aber dafür ist der Ausblick in den Canyon sowie auch hier auf der anderen Seite auch einfach phänomenal. Wim sehe ich auch stehen auf dem Parkplatz und gleich habe ich es geschafft und ich bin beim Diamant angekommen. Also es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man da drüber läuft. Ja, jetzt bin ich im Diamant drin und hier gibt es einen Kaffee. Natürlich kann man hier was trinken, ganz klar. Und einfach mal eine Runde laufen. Viel los ist im Moment nicht. Naja, hat ja auch gerade eben erst aufgemacht. Und ich gehe mal noch eine Etage weiter runter. Bin mal gespannt, was da zu sehen ist. Ja. Ups. Es wankt und schwankt ein bisschen, muss man ganz ehrlich zugeben. Hier kommt noch mal eine wunderbare Aussichtsplattform, wo man direkt auf Glas rumläuft und es ist natürlich heiß, ja. Nochmal so. Ja, das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt interessant. Na. Lustige Sehenswürdigkeit, so schon 2 Stunden von Tiflis entfernt. Als Tagestrip kann man das gut machen, wahrscheinlich gibt es auch genügend Touranbieter, die das anbieten. Ich bin ja mit dem Auto hergefahren, also wer einen Mietwagen hat, der kann das auch gerne machen. Und ja, die Aussicht ist auf alle Fälle richtig gut. Auf dem Weg von der Brücke zogen Wolken auf und es donnerte. Somit entschloss ich mich, wieder zurück nach Tiflis zu fahren. Mein kurzes Fazit zur Diamond Glass Bridge. Ich fand den Ausflug von Tiflis aus eine runde Sache. Vor allem, wenn du auf etwas Außergewöhnliches stehst. Die Brücke bietet nicht den absoluten Adrenalinkick. Dafür gibt es bestimmt andere Aktivitäten. Jedoch schon die Fahrt durch die schöne Landschaft war sehr sehenswert. Der Eintritt zur Diamond Glass Bridge kostet für Erwachsene 49 Lari, das sind ca. 18 Euro, und für Kinder von 3 bis 12 Jahren 34 Lari, 12,40 Euro. Übrigens kannst du von Tiflis aus Touren zur Brücke buchen. So musst du nicht selber fahren und kommst relaxed dort an. Ich verlinke dir diese unten in der Beschreibung. So, Wim startet Wiener 1.
Und ja, bye bye, Diamond Bridge. Und jetzt muss ich erstmal tanken fahren. Hab noch so knapp halb voll. Aber ganz vertrauen tue ich immer der ganzen Sache nicht. Aber in 1,4 Kilometer kommt eine kleine Tanke. Ja, da wird jetzt erstmal getankt. Und dann geht's mal schön heimwärts Richtung Tiflis. Jawohl. Und heute Abend werde ich noch mal ein bisschen durch die Stadt, glaube ich, laufen. Ja, das ist doch ein Plan. So machen wir das. Was dich in der Folge 9 erwartet, es geht nach Gori zur Höhlenstadt und Festung Uplizische am Fluss Kura. Freu dich auf die nächste Folge und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass ein Like da und abonniere den Kanal. Um keine Folge zu verpassen, drück einfach auf die Glocke.